meine, man wird nie fertig. Heute zeigen wir euch, wie man dieses große Fass, das da oben steht, da hier platziert, damit wir anschließend diese Treppe, die momentan aussieht wie ein Waffeleisen, das noch untergeht, eine Rutschtreppe, die wollen wir heute ausrichten, aber dazu müssen wir erst prüfen, wie das dieser Regensammler, so heißt es, das heißt nicht Zisterne und auch nicht sonst was, sondern auch nicht Wasserfass, sondern Regensammler. Der kommt hier an das Ding ran, es gibt dann so ein ebenes Portal, hier so ein ebener Block, der fast 1000 Liter steht dran. Ist riesengroß. Nur so zu schwer, dass man alleine tragen kann. Deswegen mal das gleich mit meiner Rose Marie. Platz haben wir. Das heißt, so wird er nein, die Treppe hat genug Platz. Da kommt der rege Einlauf nach und wir können oben eben, also wenn er hier hochkommt. Und da kommt die, da wo man früher das Dings hatte. Ja, gerade weiter. Ja, klar. So ist das gemacht, das hier. Aber was eben wichtig ist, ist, dass diese Treppe, dass wir da Platz haben. Das heißt, ich kann jetzt die Treppe bauen, wie ich will. Dann haben wir das Fass wieder raus. Tragen wir es da raus, stellen das auch dahinter. Okay.